Wann habe ich... Bei der Jagd auf das Tier. Was ist los mit mir? Wenn ich es verloren hätte... Du hast es verloren. Ich werde ab jetzt besser aufpassen. Genau, was ich brauche. Wird er überleben? Ja. Dann gehen wir. Halt! Ich will euch danken. Ihr wollt eure Ruhe? Dieses Zeichen verbirgt euch vor denen, die eure Reise stören könnten. Lena. Lena. Emily. Es gibt eine Abkürzung unter dem Haus, über die ihr sicher aus dem Wald kommt. Geht den Weg nach unten und dann auf das Licht zu. Sehen wir dich wieder? So oft oder selten, wie ihr wollt. Und jetzt fort mit euch. Komm, Junge. Dieser unterirdische Durchgang bringt euch wieder zurück auf euren Weg zum Berg. Nehmt einfach das Boot. Moment. Und nehmt den hier. Er dient euch in der Welt zur Orientierung und Navigation und wird euch immer zu euren Zielen führen. Ich sehe ein Boot! Verursachen Albträume. Was sind sie, Albträume? Vergessen. Ich wünschte, ich könnte sie fragen. Ist die nicht schwer? Doch. Ist offenbar nicht schwer.
nicht das Wasser. Warum? Weißt du, was unter der Oberfläche ist? Nein, es ist kohlrabenschwarz. Dann berühre nicht das Wasser. Wie geht's ihm? Er braucht Ruhe. Er ist aber außer Gefahr. Hat er einen Namen? Tut mir leid. Wir gehen wohl.
Jetzt kommen wir schnell zum Berg. Ich kann gar nicht glauben, dass ich hier bin und all das tue. Es gab eine Zeit, da dachte ich, ich käme nie aus unserem Wald raus. Oder manchmal sogar aus meinem Bett. Für deine Krankheit konntest du nichts. Oh, ich weiß. Ich wollte einfach nur sagen, das hier ist toll. Das ist der Berg. Sieh mal, wie nah wir sind. Wir treiben ins Meerwasser. Tun wir das? Riechst du es nicht? Wenn dieser Geruch das Meer ist, dann stinkt es. Sieh doch mal, das ist Thor. Thor? Donners. Genau. Du hast zugehört, wenn Mutter von Göttern sprach. Habe ich selten. Was ist mit einem, der keine Schmerzen fühlt? Oh, das klingt nach Baldur. Baldur. Ein Asengott, Sohn von Odin und Frigg. Odin ist der König. Das stimmt. Warum? Aha. Was ist das? Ist das eine Mauer? Gebaut aus... Was ist das? Ist schon gut. Ich kann Runen sehen, auf der Brust. Sie sind kaum zu erkennen. Da steht, opfert eure Waffen der Mitte des Wassers. Erweckt damit die Wiege der Welt. Also, Waffen ins Wasser werfen? Ist doch gar kein Problem für dich. Wirst du es tun? Die Axt kommt nicht zurück.